Wir haben ja ein bisschen nach hinten, nach vorne geguckt, weil jetzt praktisch die Mafia ging. Ihr seid mit Betreten dieses Konsulats Bundesbürger, das werde ich also nie vergessen. Ich habe eigentlich gedacht, also ich muss jetzt echt sagen, dass das bei uns nicht gibt. Die Geschichte der drei Auer Fußballflüchtlinge beginnt im Frühjahr 1989. Wismut-Trainer Uli Schulze überrascht mit seiner Mannschaft in der DDR-Oberliga. Die Veilchen stehen dazu im Pokal-Halbfinale und schnuppern an den Startplätzen fürs internationale Geschäft. Am Ende der Saison bejubelt das Kollektiv aus dem Erzgebirge Platz 7, ist somit für die Inter-Toto-Runde qualifiziert. Mit dabei auch die jungen Wilden Thomas Weiß, Jens König und André Köhler. Wir haben relativ gutes Geld verdient in Aue. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich hatte mit 20 Jahren einen niegelneuen Wartburg gehabt. Wir waren richtig gute Freunde. Wir sind zusammen nach dem Training noch mal im Wald gegangen, haben noch für uns trainiert. Dann sind wir zusammen mit seinem Wartburg nach Blaunuch gefahren, haben dort noch schön Kaffee getrunken und sowas. Wir waren ein richtig gutes Team. Bernd Zimmermann ist im Juli 89 Mannschaftsleiter unter Trainer Uli Schulze. Die Wismut 11 hat internationale Aufgaben vor der Brust mit Spielen gegen Bukarest, Varna und Göteborg. Die Details festgehalten im Statistikbuch von Zimmermann, das sich heute beim FC Erzgebirge Teamchef nennt. Der absolute Höhepunkt für ihn und alle anderen damals, das Rückspiel gegen Göteborg in Schweden, im kapitalistischen Ausland. Natürlich war das was Außergewöhnliches, da im Westen zu fahren. Das ist immer so, wenn man kommt, ja sind's nicht raus. Das Spiel der Auer in Göteborg soll am Abend des 12. Juli stattfinden. Am Vormittag haben die Spieler Ausgang. König, Weiß und Köhler nutzen die Gelegenheit zu einem Spaziergang und landen schließlich in der deutschen Botschaft. Und dann haben wir halt mit den Leuten dort vom Konsulat gesprochen, mit einer Frau. Und wir hatten natürlich keine Pässe mit, weil die wurden ja direkt nach der Einreise in Schweden vom Präsidenten eingesammelt. Und die Frau hat halt gesagt, Mensch, ja, also dem Weg in die Bundesrepublik steht nichts entgegen. Aber schön wäre halt, wenn ihr eure Pässe habt. Die Fluchtwilligen kehren ins Hotel zurück, sitzen mit der Mannschaft am Mittagstisch und haben nur eine Frage im Kopf. Wie kommen sie an ihre Pässe? Durch André ist eingefallen, oder Thomas, dass man, wenn man Jacken einkauft, da gibt es doch diesen Tax-Free, oder so, so einen Einkaufsshop, ne? Und da brauchst du die Ausweise. Und da haben wir gesagt, pass auf, ist der André hingegangen zum Lorenz Werner, hat gefragt, ob wir die Ausweise bekommen. Wir wollten uns gerne eine Lederjacke kaufen, aber wir brauchen uns Ausweise dazu über Tax-Free. Ich komme aus dem Zimmer raus, da kommt der André mir entgegen und hat die Ausweise gekriegt. Vor dem erneuten Gang in die Botschaft wählt das Trio noch einen Umweg. Im Hotel gegenüber soll die endgültige Fluchtentscheidung fallen. Ja, also da haben wir uns da wirklich noch mal eine halbe Stunde Zeit genommen. Und wir haben dann so eine Abstimmung gemacht. Und wir haben halt dann festgelegt, dass wir den Weg gehen werden. Dann waren wir uns einig. Dann sind wir sagen, los, jetzt raus aus dem Hotel, sind losgerannt und in dieses Botschaft rein. Zur gleichen Zeit trifft sich die Mannschaft an der Kaffeetafel. Drei Plätze bleiben leer. Dann ging es natürlich los. Wir sofort alle die Funktionäre in das Trainerzimmer rein, mit dem Trainer besprochen, weil wir alles nachgeschaut hatten. Keiner war da. Und dann mussten wir ja abfahren. Nur Stunden später sind die drei nun ehemaligen Auer an Bord einer Fähre nach Kiel. Geplagt vom schlechten Gewissen rufen sie ihren Trainer an, Uli Schulze. Wir haben halt Uli Bescheid gesagt. Wir wollten ihm auch Bescheid sagen, dass er sich halt auch keine Gedanken machen tut, wo wir halt sind. Wir haben uns ordentlich verabschiedet. Der André hat mit ihm gesprochen noch und es war eigentlich ein ordentliches Gespräch. Es war schon sehr lustig. Ohne die drei Flüchtlinge bekommt Wismut gegen Göteborg gerade noch 11 Spieler zusammen. Der Ersatztorhüter muss als Linksaußen ran. Und heute? Thomas Weiß lebt als einziger aus dem Trio noch immer im Westen. Vor der Kamera wollte sich der Ex-Profi von Darmstadt 98 nicht äußern. Jens König trainiert heute das Team von Blau-Weiß Röhrsdorf. Er war bereits kurz nach der Wende in den Osten zurückgekehrt, spielte unter anderem für den FC Sachsen, Jena und Chemnitz. André Köhler war bis Mitte der 90er für Eintracht Frankfurt und Fortuna Köln aktiv. Er arbeitet heute als Fahrlehrer im Vogtland. Das große Fußballglück hat im Westen keiner der drei gefunden.